Wie finden Sie Südafrika im Vergleich zu Deutschland? Es ist ein wunderschönes Land, man kann hier wunderbar leben und wunderbar seine Freizeit verbringen, aber auch hervorragend arbeiten. Und wie finden Sie die deutsche Schule in Südafrika im Vergleich zu den deutschen Schulen in Deutschland? Da es sich um eine kleinere Schule handelt, denke ich, ist die Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrern deutlich besser, da eben der Schüler vom Lehrer mehr Aufmerksamkeit erwarten kann. Okay. Aber wie finden Sie diese Schule? Also die Schule ist alt ein bisschen, aber trotzdem angenehm. Die Ausstattungen sind nicht alle auf dem neuesten Stand, aber ich glaube, die Schüler fühlen sich trotzdem wohl hier. Vielleicht auch deswegen, weil man nicht so viel kaputt machen kann. Wie finden Sie Südafrika im Vergleich zu Deutschland? Südafrika ist das Lebensgefühl etwas großzügiger als in Deutschland, denn Südafrika ist ein Land, in dem es genügend Raum gibt. Das Klima ist sehr angenehm, zumindest was Johannesburg anbelangt, Gebirgslage, meistens sonnig und trocken und es fehlen die langen Kälteperioden. Okay, danke. Ich habe also jetzt gedacht, ja, da gibt es diese sogenannten Tornadojäger. Ja, Ziele. Die haben Auto, was die dann in Stunden fahren. Das erste Ziel ist natürlich spektakulär, schaut, was da los ist. Aber eines der Ziele ist eine mögliche, sagen wir, Entrisselung, was da eigentlich passiert. Was ist denn jetzt passiert, Christina? Hast du dich verstanden? Ich habe David gesehen und dann ist das so, dieser Kotzreiz ist gekommen. Ja, ja, ja. Dann war das so, oh mein Gott, ja. Lisa! Lisa! It looks wetter. You like it like a fish? Das ist eine kleine Pfütze. Hier chillen wir immer in der Pause. Das sind die Matratzen, wo man eigentlich Hochsprung drauf macht. Und hier hat irgendein Affe hingeschrieben: No Humping. Ich war's nicht. Und hier hat irgendein anderer Affe hingeschrieben: No Licking. Und ich war das auch nicht. Wer sagt, es wird nicht kalt in Südafrika? Die zwei kämpfen hier. Der Sebastian jagt den Sven um den Block rum. Mit dem Stock. Ist der Sven? Und da ist der Sebastian. Voll daneben. Das ist neu, das ist neu. Das sind alle Schuhe. Das ist der Sebastian. Bist du okay, Sebastian?
Hey, Rückkehr! Hier, warte. Ja! Tor! Der hat die Wie findest du Südafrika im Vergleich zu Deutschland? Also ich finde Südafrika sehr schön. Hier ist es immer warm. Und ich finde den Schnee in Deutschland, also ich mag es nicht immer, weil dann immer, wenn der Schnee wegschmilzt, dann ist es so matschig und nicht so schön. Dafür gefällt mir das Wetter hier. Obwohl halt in Deutschland ist anders, weil die Schulen sind anders wie hier und wie die Leute halt sind. Aber mir gefällt es ja trotzdem sehr arg und ich würde nicht zurück nach Deutschland ziehen, nur als Wie findest du Südafrika im Vergleich zu Deutschland? Ja, also ich muss sagen, es ist sehr schön in Südafrika. Aber naja, die Politik und die Sicherheit ist natürlich in Deutschland etwas besser, finde ich. Scheiße, ich hab was in der Nase. Ja. No, are you serious? Ja, party. Yes. You got an Instagram. Well, you get an interesting result. Hallo. Woher? Ja. Wie findest du unsere Schule? Super. Wie findest du Südafrika? Super. Und wie findest du Deutsch als Sprache? Sehr toll. Du bist Deutsch. Bist du gerne an der DSJ? Die DSJ ist eigentlich ganz okay. Nur manchmal sind die Lehrer ein bisschen spastisch. Magst du Brötchen? Ich mag Brötchen. Komm, ich schmeiß die Schuhe. Wie heißt du? Ashley James Kusser. Wie kommst du morgens zur Schule? Mit dem Bus. Und wie lange dauert das? Was findest du an dieser Schule am besten?